Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Video-Wochennachlese. Das habe ich bisher immer an dieser Stelle gesagt. Ab heute stimmt es nicht mehr, denn wir haben unserem wöchentlichen Videoformat einen neuen Titel gegeben, und zwar das Meditorial. Hintergrund ist, im Laufe des Jahres habe ich eine ganze Reihe von Rückmeldungen von Ihnen bekommen. Zum einen geht es um eine Fokussierung auf weniger Themen und zum anderen auch um eine ärztliche Einordnung. Das ist natürlich deutlich mehr als eine reine Nachlese von Themen. Deshalb ab dieser Woche unser Meditorial heute zum Thema Organspende. Schauen wir vielleicht zuerst mal auf die Relevanz. Wie war das denn eigentlich in dieser nun fast zurückliegenden Woche? Wenn man bei Google den Begriff Jens Spahn und Widerspruchslösung eingibt, kommt man auf über 88.000 Treffer. Das in weniger als einer halben Sekunde zeigt deutlich, da ist eine Riesenrelevanz drin. Es wird darüber gesprochen, nicht nur in den Medien, nicht nur am Stammtisch, sondern auch bei uns allen in den Praxen. Wenn es um das Thema andere Länder mit Widerspruchslösung geht, dann kommt die Rede ja sehr schnell auf Spanien. Aber das ist bei weitem nicht das einzige europäische Land, in dem so verfahren wird. Sie sehen es hier auf der Karte. Wir haben einfach mal markiert, wo überall diese Widerspruchslösung gilt. Und das heißt, zusätzlich fährt man aus Deutschland in eins dieser Länder und es passiert leider etwas, dann gilt das Organspenderecht des jeweiligen Landes. Organspendeausweis hin oder her. Die spannende Frage ist ja wirklich, wie ist denn das eigentlich mit der Organspendebereitschaft in Deutschland? Da wird ja viel drüber diskutiert. Wir versuchen es mal mit gänzlich unabhängigen Zahlen. Hier von der BZGA, den Link finden Sie wie immer auf unserer Website. Und da sehen Sie deutlich, seit 2012 ist die Bereitschaft, Organe zu spenden, deutlich rückläufig. Pro Organentnahme oder Organspende werden im Durchschnitt 3,3 Organe gespendet. Bleibt die Frage, wie ist das mit der Warteliste? Die soll ja auch wahnsinnig lang sein. Versuchen wir es wieder mit unabhängigen Zahlen. Die sehen Sie auch wieder hier von der BZGA. Alleine in Deutschland stehen etwa 11.000 Patientinnen und Patienten mit einem Organwunsch auf der Liste. Meistens sind es Nierenerkrankungen, zeigt aber ganz deutlich, das Verhältnis von Spende und von Spendenbereitschaft bzw. vom Spendenbedarf geht weit auseinander. Soweit unser erstes Meditorial für heute hier auf der Website der Medical Tribune, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie wissen ja, und das gilt weiterhin, alle Links, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, plus ergänzende Informationen finden Sie auf unserer Website, damit Sie sich Ihr eigenes Bild machen können.